Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem gemütlichen Video von mir. Heute wir reden über neue Pflegeprodukte in 2023. Es wartet auf euch endlich eine Update zum günstigen Produkt von Marke No Name Cosmetics Vitamin C Serum. Ich habe dieses Serum euch im letzten Jahr gezeigt und habe Update versprochen. Heute ich erzähle euch alles, ob diese Vitamin C Serum was bringt. Und ich habe für euch eine ganz tolle News, besonders für meine liebe Zuschauer, die sind große Fan wie ich von deutscher professionellen Marke Dalton. Ich habe für euch Rabattcode mit Natalie20. Ihr könnt dann wieder beim ganzen Sortiment ab sofort 20% sparen. Diese Aktion dauert aber nur bis 15. Januar. Schaut ihr ganz gerne und ganz schnell beim Dalton vorbei, weil natürlich die Bestseller wurden sehr schnell ausverkauft, besonders die neuen Produkte, weil ja, Dalton hat im neues Jahr zwei unglaubliche, tolle neue Produkte rausgebracht. Über diese Produkte ich würde mit euch heute reden und auch ich lasse für euch Update, weil diese Produkte teste ich schon seit Adventskalender Dalton seit November. Diese Produkte konnte damals testen nur die Leute, die haben Adventskalender von Dalton für sich gekauft. Das war Neuheiten und limitierte Edition nur für diese Adventskalender. Aber jetzt, ab sofort, im Januar, ihr könnt diese Produkte natürlich auch nachkaufen oder erst einmal auch kaufen, um zu testen. Ich zeige euch ganz schnell meine Morgensroutine. Ich habe mein Gesicht schon mit Reinigungsgel abgewaschen. Jetzt ich wurde natürlich eine Toner aufzutragen. Nach dem Reinigungsprozess Schritt Nummer 1 und man darf nicht überspringen. Ich habe hier eine Stelle, die juckt ganz stark, deswegen wurde ich jetzt sofort CeraVe-Creme aufzutragen. Ja? Also einfach nur punktuell, bevor ich wurde weitere Pflegeprodukte benutzen. Diese Stelle würde sich beruhigen. Dann nehme ich Vitamin C Serum. Also heute mache ich Ausnahme extra für euch. Normalerweise, wie gesagt, dieses Serum passt meiner Haut nicht wegen öliger Konsistenz. Klopfe in meine Haut ein. Und Rest, was da übrig bleibt, ganz leicht um meine Augen herum. Und noch ein paar Tropfen extra für meinen Hals und Dekolleté. Nächstes Serum mit Niacinamid von Dalton. Ich hoffe, dass alles zusammen wird okay für meine Haut, weil normalerweise ölige Texturen können meine Haut reizen. Meine Haut könnte ein bisschen rötlich nachher auszusehen. Aber okay, wie gesagt, machen wir heute extra für euch. Und dann sofort gleich würde ich Serum mit Hyaluronsäure von Dalton noch drüber auftragen. Als nächstes natürlich, ich würde jetzt dann drüber Creme aufzutragen. Wenn ihr merkt, dass Niacinamid für euch Haut ein bisschen reizt, dann könnt ihr natürlich Niacinamid Serum mit Creme zusammenmischen. Also bei mir das erstmal heute, ja, funktioniert alles gut. Das ist meine Allerlieblingscreme von Dalton. Hyaluronic Urea Creme. Die spendet Feuchtigkeit, gibt diese wunderschöne Glow. Und das ist Anti-Age Creme. Die glattet Haut, macht Haut mehr fest. Boah, diese ölige Textur von No Cosmetics, ich spüre durch die alle Produkte, die ich schon aufgetragen habe. Wie gesagt, nicht mein Produkt. Na gut, das war Hyaluronic Urea Creme von Dalton. Alle Lieblingscreme. Ganz leichte Textur, spendet Feuchtigkeit, Zittenhaut, wunderbar. Sehr gut ein. Also super, super Creme. Meine aller Lieblings-Augencreme von Dalton ist Q10 Anti-Age Anti-Falten. Extrem Lift Marinen Filler, das ist auch Anti-Falten und strafft Haut. Also am Tag man könnte zum Beispiel Q10 benutzen. Wenn ich muss mich schminken, dann benutze ich ein bisschen leichte Textur Extrem Lift, weil drüber Concealer sitzt sehr, sehr schön. Ich brauche nur ein bisschen. Und ich könnte euch einen kleinen Tipp geben. Man könnte zum Beispiel Niacinamid auch Augencremen einmischen oder Hyaluronic
Acid, ja, Serum von Dalton, hier rein einmischen. Durch diese Mischung mit Creme wird dann dieses Serum mehr milde und für diese dünne Augenpartie, das ist natürlich auch sehr gut. Ich liebe diese Creme. Also Cute Scene, es ist fantastische Anti-Falten-Creme. Mit dem Rest, was auf meinen Finger bleibt, ich trage dann auf meine Lippen oder um Lippen herum auf. Für Hals und Dekolleté zeige ich euch meine aller Lieblingsset. Der funktioniert unglaublich schön für diese Zone, macht fantastische Glow. Ich habe extra dafür Video auf meinem Kanal, deswegen ganz schnell. Hier habe ich von Dalton Body Care Energy Boost mit Q10 und von Dalton Soul Öl Glow Gesichtsöl. Ja, sieht so aus, zwei Phasen Öl. Man muss natürlich sehr gut zusammenschütten. Ich nehme dann ein bisschen Creme, diese Q10, ganz leichte Creme, und dann nehme ich von diesem Öl ein bisschen. Natürlich je nachdem, wie viel man will Glow auf dem Haut bekommen. Je mehr man nimmt diese Öl, desto Glow wird Effekt. Mische ich die beiden Produkte zusammen. Trage ich auf meinen Hals und Dekolleté auf. Damit ich bekomme eine wunderschöne, natürliche Glow, ohne Highlighter, ohne Make-up-Produkte, wollte ich sagen. Und dieser Effekt hält den ganzen Tag. Und selber diese Produkte milden meine Falten, auch optisch, sie milden sehr gut Falten. Wow, ja? Wunderschön. Ich liebe diese zwei Produkte zusammen. Natürlich, ich benutze die nicht jedes Mal. Am Abend, ich benutze meine aller Lieblingscreme von Dalton. Q10 Energy Boost. Sehr reichhaltige Creme. Davon braucht man nicht so viel. Mit roten, diese Kapseln, die enthalten diese patentierte Komplex von Q10. Wie gesagt, Creme ist sehr reichhaltig. Deswegen benutze ich vor dem Nacht an meinen Hals und Dekolleté, und Q10 glättet Falten. Perfekt. Ja, ich zeige euch so. Und auch gibt diese Creme wunderschöne Glow. Klasse, ja? Am Schluss auf jeden Fall nicht vergessen Sonnenschutzcreme. Ich würde benutzen, aber direkt bevor ich würde nach draußen gehen. Das ist meine aller Lieblings-Sonnenschutzcreme überhaupt, was ich probiert habe, wegen Qualität, wegen Inhaltsstoffen und wegen Preis. Von Dalton UVA UVB SPF von 50, Sun Care Prevent und Control. Liegt auf dem Haut mit ganz leichtem dünnem Schicht, fettet Haut nicht, lässt keine intensive Glow, ganz leichte Glow, hat keine weiße Farbton, keine weiße Film auf dem Haut, fühlt sich auf dem Haut sehr leicht, sehr angenehm. Selber man könnte diese Creme unter dem Make-up benutzen, belastet Haut nicht. Also diese Creme meine absolute Favorit. Ja, das war's. Ja, wie ihr seht, ich strahle, ich freue mich, weil tatsächlich sehr, sehr tolle Neuigkeiten gibt es eben dieses Jahr. Diese schöne Schal, was ich trage heute, ist tatsächlich sehr kuschel. Das ist Geschenk meines Mannes zum Weihnachten für mich. Es ist eine Kaschemir-Schal. Ich habe euch im letztes Jahr schon gezeigt. Na gut, starte ich jetzt natürlich mit Dalton Produkte, auf die ich habe mich so gefreut, weil es geht um zwei neue Serum von Dalton. Eine, es ist Triple Hyaluronic Booster mit drei verschiedenen Formulierungen von Hyaluronsäure, die wirken tief in unsere Haut und auch wirken auf unsere Derma. Was wir brauchen, natürlich beides. Größere, die wirken auf Oberfläche unserer Haut, und natürlich diese, die wirken ganz tiefer in unsere Haut. Und zweite ist Niacinamid Serum mit 10% Niacinamid Serum. Ich habe mich so gefreut auf dieses Produkt, und ja, diese Produkte sind noch ganz frisch eingepackt. Es ist mein Nachschub in dieses Jahr, aber ich habe die, wie gesagt, schon im letzten Jahr angefangen zu testen, und deswegen ich habe euch jetzt schon was zu sagen. Niacinamid, erstmal, was ist da Besonderes? Es ist ein Multitalent. Der könnte so viele für unsere Haut machen. Es ist perfekte Produkt bei empfindlicher Haut mit Rosazea, Kuperose, mit Rötungen. Niacinamid beruhigt unsere Haut.
stärkt und macht elastisch unsere Kapillar, unsere Gefäße. Niacinamid kämpft beim Pigmentflecken, hält unsere Haut auf, macht unsere breite Poren kleiner. Niacinamid baut Lipidenbarriere unserer Haut, Schutzbarriere unserer Haut. Lipidenproduktion, der wurde durch Niacinamid in unserer Haut stimuliert, wurde Schutzbarriere unserer Haut aufbauen und Lipiden, das ist Feuchtigkeit für unsere Haut. Lipiden ganz wichtig für jeden Hauttyp, aber besonders wenn ihr habt trockene Haut, dann der Niacinamid, der stimuliert Lipidenproduktion, der hilft, damit eure Haut wird nicht trocknen. Niacinamid auch sehr hilfreich bei öliger Haut, wenn man mit Zink zusammen kombiniert, also mit Produkten, die enthalten Zink. Niacinamiden, man könnte kombinieren mit Retinol, Bakuchol, weil Retinol ist ein aggressives Produkt und Niacinamid könnte diese Aggressivität mildern. Niacinamid funktioniert perfekt in Kombination mit Vitamin C, mit Hyaluronsäure, Ceramiden. Deswegen, heutzutage sehr viele Marken wurden produzieren sehr viele Produkte mit Niacinamid. Niacinamid hat übrigens auch zwei weitere Namen, Vitamin B3 und Nikotinsäure. Es ist auch eine sehr starke Anti-Age-Inhaltsstoff. Deswegen, besonders beim U40, Niacinamid ist Must-Have. Niacinamid könnte in verschiedenen Prozenten in unserer Creme oder Serum sein. Gibt es 2%, 5%, also bis 20%. 20% ist natürlich schon sehr hohe professionelle Prozent, aber es ist auch nicht bedeutet, dass 20% unbedingt besser als 10%. Also was ich persönlich kenne, 10% absolut ausreichend, um ganz intensive Wirkung zu bekommen, um ganz effektive Ergebnisse zu sehen. Sehr oft 10% könnten irritiert Haut. Beim diesem Serum eine Überraschung war für mich, ich habe keine Irritation. Hier Formulierung ist so mild und so gut und clever gemacht, dass hier ich habe fast nie eine Irritation gehabt. Aber es gab tatsächlich ein paar Tage, als meine Haut wurde durch Rosacea cuprosa von allein schon sehr irritiert, dann ja, ich könnte dieses Serum so allein auf dem Haut nicht auftragen. Ich habe sofort Reaktion mit Rötungen gesehen. Deswegen, bei diesen Tagen, ich würde euch sehr empfehlen, dieses Serum in eure Lieblingscreme zusammen einmischen. Dann ihr werdet keine Probleme mit Irritation haben, aber trotzdem sehr tolle Resultat bekommen. Deswegen für alle anderen, die haben keine Probleme wie ich mit Rosacea cuprosa, ihr werdet überhaupt keine Probleme mit diesem Serum haben, ihr werdet keine Irritationen bekommen. So tolle Formulierung, so milde Formulierung. Übrigens, Niacinamid auch sehr hilft beim Mitesser. Wurde Mitesser sehr gut aufhellen, weil Vitamin B3 ist auch ein sehr starker Antioxidant. Mitesser, das ist das, was wir sehen auf unserer Haut, diese schwarzen Punkte. Das ist dieser Öl, der wurde schon oxidiert. Deswegen auch Niacinamid kämpft sehr gut beim Mitesser. Dieses Serum enthält keinen Alkohol und keine Parfüme. Ja, ich habe eine kleine Reisevision aus dem Adventskalender von Dalton. Aber natürlich, wenn ihr werdet eure Bestellung machen, ihr bekommt eure Serum in originaler Verpackung, 30 ml. Hier ist Mikrobiom dazu. Baut gesunde Flora auf unsere Haut. Diese Verpackung, ich wollte mit euch zusammen jetzt ganz akkurat zerreißen. Ganze Informationen über diesen tollen Produkt, ihr findet auch hier drin. Beim dieser Serum gibt es auch grüne Alge, stärkt Mikrobiom unserer Haut und dadurch wird nachhaltig verbessert Hautbild. Gibt es jetzt noch zweite Neuigkeiten von Dalton, es ist Hyaluronsäure. Ich habe von Dalton Hyaluronsäure in Gel-Version, also und wurde andere eingepackt und jetzt gibt es Serum. Triple Hyaluronic Booster ist noch mehr hochkonzentriert. Booster sind dreifach konzentrierter als Serum und
enthält drei verschiedene Typen von Hyaluronsäure. Hier übrigens gibt es Braunalgen, die spendet intensiv auch Feuchtigkeit. Das ist auch ein Vegan-Produkt. Was macht überhaupt Hyaluronsäure? Das ist, wie gesagt, ganz starke Anti-Age. Das ist das wichtigste Inhaltsstoff überhaupt für unsere Haut. Ohne Hyaluronsäure würde unsere Haut sehr stark und sehr schnell austrocknen und sehr schnell wurde Falte aufgebaut. Und Hyaluronsäure muss immer mit einer Creme drüber decken, weil Hyaluronsäure, das ist eine Moleküle, die selber spendet keine Feuchtigkeit. Die ist wie ein Transport für Feuchtigkeit. Hat eine fantastische Möglichkeit, in Feuchtigkeit zu sich selber ziehen. Würde Feuchtigkeit aus der Creme rausnehmen und weiter tiefer in unsere Haut transportieren. Ich habe meine Hyaluronsäure-erste Flasche fast leer gemacht, also hier nur ein bisschen drin. Fantastische, seidige, leichte, gelige Textur, die polstert unsere Haut unglaublich gut auf. Dieses Serum könnt ihr euch tatsächlich sehr empfehlen. Diese Know-how von Dalton ist so genial. Man merkt sofort Resultat. Ich merke, dass letzte Zeit selber auf meiner Wange gibt es keine mehr Mimi-Falten. Wisst ihr, wenn drüber Oberfläche Haut wirkt, besonders wenn man wird Puder oder Make-up auftragen, dann merkt man sofort, dass Haut wirkt trocknen aus. Haut nicht mehr so elastisch. Und Hyaluronsäure natürlich stimuliert Kollagenproduktion, macht unsere Haut mehr fest. Und wie gesagt, ich liebe diese Hyaluronsäure und selber nach dieser Flasche, ich habe sehr starke Ergebnisse gemerkt. Also meine Haut wirkt tatsächlich mehr elastisch, mehr straff. Jetzt gerade ist mein Coco nervös, sie liegt wie immer nebenbei. wahrscheinlich sie träumt und etwas, ja, im Träume das. So, kein Alkohol, keine Parfüme, keine Silikonen, keine Farbstoffe. Ich denke, ab 27, das ist schon, lohnt sich, dieses Produkt anfangen zu benutzen. Ich meine, genau diese Serum, genau diese Konzentrierung, diese Formulierung, weil das ist, wie gesagt, sehr heftige schon Hyaluronsäure. Ja, über 40 wie ich. Das ist Must-Have, also diese beiden Produkte sind unsere Must-Have. Schaut ihr ganz gerne unter meinem Video Infobox vorbei. Ich lasse für euch Link zum jedem Produkt und natürlich nochmal schreibe ich da Rabattcode. Weiter, das letzte Produkt ist No Name Cosmetics Vitamin C Serum. Dieses Produkt ist natürlich sehr, sehr günstig. Ihr wisst, ich liebe Vitamin C Serum von ganz teuer Marke SkinCeuticals. Für mich immer noch dieses Serum unschlagbar, aber preislich, ich weiß das nicht für jeden von euch, ist sympathisch, verstehe ich euch sehr. Deswegen weiterhin, ich teste für euch ab und zu günstige Pflegeprodukte, wie ihr schon merkt, ich mache das extra für euch. Also deswegen, ich hoffe, dass für meine Daumen nach oben habe ich heute verdient. Ja, natürlich, ihr könnt auch meinen Kanal abonnieren. Wenn ihr seid neu auf meinem Kanal, herzlich willkommen. Ihr könnt von mir sehr viele in Zukunft interessante Produkte noch sehen und ich teile mit euch sehr gerne meine Geheimnisse über Pflegeprodukte, über Make-up-Produkte und ja, ein paar tolle Tipps und Tricks. Deswegen, es lohnt sich auch meinen Kanal abonnieren. Nicht vergessen, bitte Glocke aktivieren. Es lohnt sich auf jeden Fall, weil damit ihr werdet keine neue Video von mir verpassen. Ihr bekommt einfach nur Nachrichten, dass ich für euch ein neues Video rausgebracht habe. Deswegen, es lohnt sich, ja? Jetzt, No Name Cosmetics, was da Besonderes ist. No Name Cosmetics hat viel weniger Produkt, 20 ml. Normalerweise Standard ist 30 ml beim Dalton, ihr merkt, ja. Deswegen, es ist tatsächlich am Ende, wenn man rechnet, nicht ganz günstiges Produkt. Aber gut, wenigstens man könnte nicht so viel Geld sofort bezahlen und so probieren, testen, wie ich zum Beispiel und für sich feststellen, ob das lohnt sich in Zukunft, diese Produkt wieder nachkaufen. Ich teste dieses Produkt auf meinem Haut nicht so lang, ich sage euch ganz ehrlich, weil ich liebe, wie gesagt, Vitamin C Serum von SkinCeuticals, aber auch durch das ich habe lange Zeit meine sehr hochwertige Vitamin C von SkinCeuticals benutzt, leider konnte ich auf meiner Haut, auf dem Gesicht, Resultat beim diesem Serum selber nicht merken. Es wurde mir sehr schwer, weil wenn meine Haut wurde sehr gut mit
ganz tollem Serum versorgt, dann dieses Serum hat natürlich nichts Schlimmeres gemacht, aber was da Besonderes er könnte machen, könnte ich leider dann nicht sagen. Und dann war ich tatsächlich nach ein paar Mal Anwendung ein bisschen, wie sagt man, irritiert. Was könnte ich meinen Zuschauern sagen? Wie könnte ich überhaupt etwas merken? Was soll ich dazu machen, damit ich etwas euch dazu überhaupt sagen könnte? Bin ich dann zur Idee gekommen, dieses Serum lange Zeit auf meine linke Arm testen. Und tatsächlich, ich habe seit fast einem Monat, aber leider nicht jeden Tag, dieses Serum auf meine linke Hand benutzt. Ich habe ab und zu vergessen. Deswegen aus einem Monat, ich habe nicht jeden Tag dieses Serum benutzt, aber trotzdem benutzt und ich habe tatsächlich Änderung gesehen. Ich habe tatsächlich, und ich freue mich, dass endlich ich habe etwas gesehen. Und für euch natürlich eine positive Feedback, dass dieses Serum etwas bringt. Auch wenn man 16 Euro oder wie viel ich habe dazu bezahlt, wenigstens ich habe was gemerkt. Esma, zum Beschreibung, wie sagt man, Information zum dieser Esma-Produkt, ja? Vitamin C Serum beim Licht und Luft wurde sehr schnell ruiniert. Deswegen ist es gut, dass hier wir haben nicht durchsichtige Flasche. Zwar Flasche mit Pipette und hat schon von Start diese dunkle Orangenfarbe, aber es ist noch gesunder, normale Farbton. Wenn der ist kaputt oder oxidiert, wurde dann ganz dunkel. Deswegen, ihr solltet auch diesen Moment achten, wenn ihr lange Vitamin C Serum benutzt und merkt, dass eure Serum hat Farbe oder Duft ganz stark geändert. Es ist Zeichen, dass dieses Serum ist nicht mehr gut für unsere Haut anwenden. Zwar Serum ist ölig, basiert sich auf dem Öl. Meine zum Beispiel von SkinCeuticals fühlt sich wässrig, nicht auf dem Öl basiert. Ich verstehe warum, weil dadurch sie können natürlich diese Formulierung leichter machen. Ich meine, mehr stabil. Diese Öl fühlt sich auf der Haut ganz leicht, aber natürlich immer noch ölig. Deswegen bei meiner Haut mit Rosacea Cuperosa ölige Textur ich versuche vermeiden. Serum ist ohne Parfum, ohne Alkohol, was ist natürlich auch nochmal zusätzlicher Bonus plus. Dritte, man braucht von diesem Serum natürlich nicht so viel. Lässt sich super von kleiner Menge auf der Haut auszublenden. Zieht im Haut gut ein, aber natürlich nicht bis zum Ende. Bleibt noch ölige diese Textur auf dem Haut. Aber wenn man natürlich drüber wird Creme auftragen, dann sieht das nicht mehr so ölig aus. Also das ist für mich persönlich wurde kein Problem. Mir persönlich gefällt aber natürlich, das Serum lässt eine wunderschöne Glow. Na gut, gehen wir zum Detailen, zu meinen Experimenten auf meine Hände. Ich habe immer erstmal Öl auf meinem Haut aufgetragen. So mache ich das mit euch zusammen nochmal. Eine Tropfen drüber hier, nur auf einem Hand, so. Dann mit zweiter Hand natürlich habe ich ausgeblendet. Dieses Serum, ihr könnt es verwenden am Morgens und am Abends. Zum Beispiel meine SkinCeuticals, es reicht nur einmal am Tag und ich habe immer am Morgens benutzt. Ihr könnt es auch mit Niacinamiden, mit Retinol, wenn ich richtig erinnere, Vitamin C ist fast mit allen Produkten, Inhaltsstoffen kombinierbar. Stellen wir vor, ich rede jetzt über das Haut auf meinem Gesicht, ja, nicht auf dem Hand. Weil natürlich zum Beispiel Hyaluronicurea von Marke Dalton für die Hände benutzen, es ist natürlich sehr teuer Vergnügen. Ich wollte euch nur sagen und zeigen, dass man nimmt seine Lieblingscreme und trägt dann drüber auf dem Serum. Diese Creme riecht so gut. Wenn ich keine aggressive Rosacea, keine aggressive Rötungen auf meiner Haut habe, dann benutze ich immer meine aller Lieblings-Anti-Age-Creme von Dalton, Hyaluronicurea. So, merkt ihr schon jetzt zum Beispiel Unterschied, wie toll meine Haut glänzt? Ja, so glänzt nachher unsere Gesichtshaut. Ich habe so, aber natürlich, ich habe hier auf meiner Hand Creme für die Hände benutzt. Ich habe meine Lieblings-CeraVe, feuchtigkeitsspendende Creme, die für den ganzen Körper würde passen, für das Gesicht. Und ich benutze diese Creme auf meine Hände, weil das ist das einzelne Creme, der rettet meine Hände. Besonders im Winterzeit von Feuchtigkeitsverlust. Und ja,
ich habe dann diese Creme und ich habe zum Experiment andere Creme benutzt auf meiner Hand, ja, hier in Kombination mit Vitamin C Serum. Nach diesem Monat, auch wenn ich nicht regelmäßig diese Vitamin C Serum benutzt habe, an dieser linken Hand, wo ich habe Vitamin C Serum benutzt, ich habe gemerkt, viel weniger Falten. Haut an dieser linken Hand wurde ein bisschen heller, auch die Poren wurde viel weniger. Haut an dieser linken Hand fühlt sich und wirkt aufgepolstert und auch viel glatter. Und was noch sehr interessante, mit was ich habe überhaupt nicht gerechnet, obwohl ich habe beide Hände gleichzeitig mit Creme gepflegt, nur eine Hand wurde immer Vitamin C Serum bekommen, ich habe ganz interessante, merkwürdige Gefühle bekommen. Diese rechte Arm fühlt sich immer wie nackt. Also, ob Haut hier ist viel dünner, Haut an meinen beiden Händen, Haut fühlt sich absolut verschieden. Wie kann ich das am besten euch erklären? Ob ich an dieser Hand habe eine Kaschemir-Handschuh, die ist so, so weich und mit dieser Kaschemir-Handschuh mir ist sehr angenehm, sehr warm, sehr kuschelnd und diese Hand braucht etwas Anziehen. Ob hier etwas fehlt mir? Das war für mich eine große Wunde. Wenn ihr werdet diese Serum für sich kaufen, macht ihr auch für sich Experiment. Und ich bin sehr gespannt, würdet mir irgendwann schreiben, habt ihr das gleiche Gefühl? Ob ihr habt hier diese Hand nie im Leben gekremt? Ja, genau, diese, ich denke, Beschreibung wurde das Beste. Also, an dieser Hand, wie gesagt, Haut ist viel, viel, viel schöner. Ist jünger. Mein Haut an der linken Arm ist viel jünger geworden. Und das ist das, was macht Vitamin C. Und das ist das, über was ich rede euch schon seit Jahren auf meinem Kanal. Das Vitamin C ist must have. Gute Pflege must have. Und zwar, was ist auch genial ist, obwohl ich natürlich viel, viel mal am Tag meine Hände wasche, linke Hand immer wurde viel trotzdem schöner, gesunder und geschützt sich fühlen und auszusehen als meine rechte Hand. So, jetzt ist ein bisschen dichter zur Kamera. Es ist ein genialer Unterschied. Ja, ich weiß, ich habe jetzt gerade diese Hand besonders gepflegt. Aber guckt ihr, wenn ich so mache, wenn ich baue jetzt extrem meine Falten, weil dadurch, durch diese Bewegungen, man sieht natürlich mehr Falten, seht ihr diesen Unterschied? Dass an linken Arm wurde nicht so viel Falten gebaut. Selber Hautfarbe. Guckt ihr Hautfarbe, guckt ihr alles ganz, ganz genau, wie ich das habe diese ganze Zeit gemacht. So Mädels, ich hoffe, dass ihr habt heute wieder was Neues, Interessantes für sich gelernt. Ich hoffe, dass ich könnte mit meinem Video, mit meinen Tipps und Tricks euch helfen. Ich wünsche euch, wunderschön auszusehen. Liebt ihr sich selber, pflegt ihr sich sehr gut. Das ist ganz wichtig, nicht für jemanden da draußen. Das ist nicht ganz wichtig für eure Nachbar oder eure Kollegin von Arbeit, dass ihr seht gut aus oder nicht gut aus. Das Wichtigste ist für uns selber. Ja, ich hoffe, dass ich könnte euch motivieren, sich oft zu pflegen. Versuche euch auf meinem Kanal jetzt gute Pflege, nur gute Pflege zeigen. Ihr natürlich selber entscheidet, was euch persönlich passt, eure Budget, eure Hauttyp. Ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr bis zum Ende dabei war. Wir sehen uns ganz bald. Eure Nathalie. Ciao.